time I used to have this name. The name, it will not stay the same. I have been long before, I've been long before, I've been old, I've been here before. But I have learned just that go. But I know that all is mine anyway. I'm a traveling man, got a heart in my hand. Go. A traveling man with a heart in the sand. A traveling man, I'll be home where I go. A traveling man with a love for this land. Her. Herzlich willkommen zur Wochenschau. Heute ist Dienstag, der
Ich weiß es gar nicht genau, was für ein Wochentag heute ist. Der 16. Der 16. Juli 2024 und wir senden live aus dem Wohnzimmer der Universalität in Friedlingen. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau und im Hintergrund läuft das Studentenmädchen. Und der Vollständigkeit halber, weil sonst kann man den hier einmal noch, der John Lee Hooker, falls der ein Begriff ist, seines Zeichens Musiker, den müssen wir hier leider abschneiden, damit der Bildausschnitt passt. Damit hätten wir es. Sonst wären wir noch kleiner zu sehen. Aber in Wirklichkeit sind wir sehr groß, natürlich. Ja, relativ. Was ist Größe aus deiner Sicht? Also meinst du jetzt körperliche Größe oder geistige Größe? Suchst dir aus. Was hat höhere Priorität für dich? Geistige Größe. Okay. Definitiv. Nicht die Größe macht's. Was den Schwanz anbelangt, oder was? Genau, daran dachte ich. Ach so, guck mal, da habe ich gar nicht dran gedacht, ja, obwohl mir das immer unterstellt wird oder immer wieder unterstellt wird, dass ich ganz viel von Sex rede und ständig daran denke. Ja, ich rede auch gern davon und finde Sex auch toll, aber jetzt gerade habe ich nicht an die Schwanzgröße gedacht. Eine Frage an alle Frauen da draußen in der Welt. Wusstet ihr schon, warum so viele Frauen ihre Schwierigkeiten beim Einparken haben mit dem Auto? Ich weiß es. Da werden jetzt wieder einige Frauen sagen, das stimmt doch gar nicht, Frauen haben gar keine Schwierigkeiten mit dem Einparken, oder? Ich nicht. Du nicht? Vielleicht ist es auch nur... Was für eine Art von Einparken meinst du denn jetzt genau? Ich meine so in die Parklücke reinfahren, ja, und so. Ich mache, ja, das gerne. Richtig. Meinst du, ist es ein Vorurteil? Also, dass es gar nicht stimmt, dass Frauen irgendwie anders fahren oder irgendwie so? Das kann ich weder bestätigen noch leugnen. Das weiß ich nicht. Mhm. Ich kenne das Gerücht, dass Frauen nicht einparken können. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, bei mir war es immer so, wenn neben mir dann jemand sitzt, der am liebsten selber fahren würde, ein Mann jetzt in dem Sinn, und der ist dann total nervös, ja, dann hat es auf mich so einen Druck ausgeübt, dass ich tatsächlich teilweise nicht mehr einparken konnte, obwohl ich aus meiner Sicht sehr gut einparken kann. Und ich parke auch gerne ein. Wie ist es so, wenn ich neben dir sitze? Da ist es entspannt. Weil ich weiß, dass du nicht denkst, so, oh Gott, die Alte, kriegt sie das jetzt hin oder so, oder lass mich selber machen, sondern du bist halt entspannt. Ja. Okay. Angenehm. Also, die Auflösung. Der Vollständigkeit halber. Unabhängig davon jetzt, ob Frauen einparken können oder nicht, also um diesem Witz sein Ende zu geben. Also der Grund dafür, warum angeblich so viele Frauen Schwierigkeiten beim Einparken haben, liegt einfach daran, dass man ihnen lange Jahre erzählt hat, dass das hier 30 Zentimeter wären. Genau, das haben wahrscheinlich Männer dann erzählt, logischerweise. Ich hoffe, der Witz wurde begriffen. Ja, okay. Naja, kommt mir gerade so, dieses Thema hatten wir heute auch davon, so diese Unzufriedenheit mit dem Körper, ja, Aussehen. Es ist nicht nur die Schwanzlänge, sondern auch andere Sachen, ja. Also so, wie viel Zeit und Energie wenden viele Menschen auf, um so und so auszusehen. Und ja, kann man machen natürlich.
nur für mich dann, was ist wirklich authentisch für mich? Und wir hatten ja jetzt am 14. den Internationalen Tag der Nacktheit, wo ich mich so für mich gefragt habe, so, ja, was heißt das eigentlich für mich, nackt zu sein und kann ich das? Und bin ich da in meiner vollen Würde und kann ich da alles annehmen? Ja. Und worum geht es jetzt hier eigentlich? Weil ja, ist einparken, Körperteile. Sind wir jetzt spirituell oder sind wir irgendwie auf der Suche nach Erkenntnis? Okay, auf der Suche nach Erkenntnis. Und auf der Suche, also ich spreche jetzt für mich, nach Selbstbewusstsein. Und das hat schon was auch mit der Annahme des Körpers zu tun, finde ich. Und die Dankbarkeit für den Körper. Und wenn man Glück hat, ja, mit Menschen zu sein, die einen ebenso nehmen, wie man ist. Ja. Ja. Oder? Kann man auch andere Sichtweise haben. Jetzt ist ja die Bikini-Saison, das ist ja für viele dann ein Thema. Ja? Zeige ich mich nackt, zeige ich mich im Bikini, wie schön ist mein Arsch, wie sehen meine Schenkel aus, fühle ich mich wohl da drin. Mittlerweile hat sich das ja geändert. Wir haben ja in der Werbung ja ein anderes Körperbild. Die Frage ist für mich, was ist natürlich und was ist gesund? Das sind mögliche Themen, die Menschen beschäftigen können. Bin ich zu dick, bin ich zu dünn, bla. Das beschäftigt viele. Andere Themen, die Menschen beschäftigen könnten derzeit ist, wird es Krieg geben oder nicht? Oder wird das Geld in Zukunft auch noch was wert sein? Wird die Welt untergehen? Wird Trump Präsident jetzt? Wird Trump Präsident oder nicht? Siegt der Deep State oder siegen die lichten Kräfte? Wird die Meinungsfreiheit in Deutschland weiter eingeschränkt, wenn jetzt schon Magazine verboten werden? Ja, genau. Worum geht's eigentlich? In der Wochenschau. Denn zahllose Themen, die einen Menschen beschäftigen können. Zahllos. Ja? Ja. Okay, worum geht's? Worum geht's, frage ich mich die ganze Zeit, ja? Es ist nicht so, dass ich jetzt Petra frage, worum geht's und mache wie in der Schule, wie der Lehrer dann in die Klasse kommt und fragt hier seine Schülerin, worum geht's? Und dann will er was hören und dann holt er sein Notenbuch raus, schreibt rein, befriedigend oder dieses oder jenes ist alles. Nee, die Frage, worum geht's, ist eine Frage, die ich mir ständig stelle. Worum geht's? Ganz wichtige Frage für mich. Ich frage mich das jeden Morgen, wenn ich sozusagen aufwache. Ja. Und natürlich auch zwischendurch, aber vor allem morgens, wenn ich so von einem unbewussten Traumzustand in Wachzustand komme und schaue ich mir an, worum geht's mir heute jetzt? Okay, also Menschen beschäftigen sich mit allen möglichen Themen. Mhm. Ja? Frieden, Krieg, Gesundheit, Nichtgesundheit, Kinder, bla, blub, bla, 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 bla. Machen sich Sorgen, haben ihre Erwartungen, haben ihre Befürchtungen. Okay, worum geht's? Ich sag mal, zu einem hohen Maß geht es für mich darum, dass ich mich wohlfühle. Wohlfühlen. Mhm. Weil wenn ich mich nicht wohlfühle, dann ist scheiße. Wenn ich mich nicht wohlfühle, was ist dann? Ja, okay, bin ich dann, habe ich Energie und so weiter und so fort. Wie ist das, wenn sich Menschen nicht wohlfühlen? Ja.
dann taugt alles nix, so ungefähr. Ja, klar. Richtig. Und wenn ich mich wohl fühle in meiner Haut, in meinem Geist, in der Welt, dann ist gut. Genau. Genau. Wovon ist es jetzt abhängig, dass ich mich wohlfühle? Ist es abhängig von der Welt? Ist es abhängig von anderen? Wenn es davon abhängig ist, dann sind Probleme schon impliziert, natürlich. Ja, genau. Also, nächster Punkt, Unabhängigkeit. Ja, definitiv. Abhängigkeit oder Unabhängigkeit? Immer noch die Frage im Geist, worum geht's, ja? Abhängigkeit, Unabhängigkeit. Wohlbefinden oder, nun ja, ich will gar nicht davon reden. Von was willst du nicht reden? Wohlbefinden, mhm. Und dann gibt es noch den anderen Pol. Mhm. Da kann man auch zahllose Worte nehmen, Worte, ja. Üble Worte im Grunde genommen. Die will ich erst gar nicht auf den Tisch legen. Wohlbefinden. Bekenntnis dazu. Wohlfühlen. Wohlsein. Mhm. Und das muss ich wissen. Mhm. Was ich will, was ich in Erfahrung bringen will. Was war das? Nachricht. Die aber nichts zu tun hat mit der Wochenschau. Nein. Im Chat war das so. Im Chat. Also, worum geht's? Die Frage. Wie gesagt, darf man nicht vergessen. Hier, bitteschön. Petra hatte eine Bildzeitung gekauft, so, ja. Ich kaufe das immer mal wieder als Zeitdokument, weil ich das einfach mal festhalten. Geht es hier rum? Oder geht es hier rum? Oder geht es hier rum? Tippen sind heutzutage keine mehr in der Bildzeitung abgedruckt. Ein Jammer, aber so ist es halt. Geht es vielleicht hier rum? Oder darum? Oder um Lidl? Wäre auch eine Möglichkeit. Und so weiter und so fort. Eine Zeitung voll mit Themen, die Menschen beschäftigen. Und das ist eine Ausgabe von einem Tag. Dann gibt es den nächsten Tag und den nächsten Tag und Themen und Themen und Themen. Das ist, was die Menschen beschäftigt. Ja? Und wie geht es Ihnen dabei? Naja, kann man sich umgucken in der Welt. Wie geht es den Menschen so? Worüber reden sie? Ich meine, es macht ja was mit mir, ob ich jetzt die Bildzeitung gucke oder was auch immer ich lese, aufnehme, höre, tue, mhm. das macht was mit mir, ja? Mhm. Was ziehe ich mir rein? Mhm. Und da brauche ich jetzt noch gar nicht in Manipulationsgeschichten, was will die böse Welt irgendwie mir da irgendwo reindrücken? Ja, das kann ich so sehen. Und ich kann auch sagen, ja, an wem liegt es denn? Mhm. An wem liegt es, ob ich mir das reinziehe oder nicht? Mhm. Also ich... Worum geht es also für dich? Was willst du damit zum Ausdruck bringen, wenn du das sagst? Worum geht es in deinem Wort gerade eben? Ja, dass ich selbst bestimme, dass ich selbst die Verantwortung übernehme. Und für was? Ja, für alles, was ich aufnehme und worauf ich mich einstelle. Mhm. Und was ich dann entsprechend erfahre. Also du hast vorher gesagt, mir geht's oder dir geht's um Wohlbefinden, Wohlsein. Ja, also ich denke mal, das wünschen sich die allermeisten oder wahrscheinlich alle, ja, dass es ihnen gut geht. Dass sie bekommen, was sie wollen und dass sie vermeiden, was sie nicht wollen. Genau. Darum geht es den Menschen. Genau. So. Genau. Und dann gibt es natürlich immer wieder, es taucht was auf, ja. Mhm. Hast du dir nicht so aus, habe ich mir nicht ausgedacht und wie komme ich dann damit klar?
Also, bist du sicher, wenn du sagst, das habe ich mir nicht ausgedacht und dann trifft es mich im Leben? Ja gut, sicher. Ja, wo kann ich mir absolut sicher sein? Wo kommen die Schöpfungen her? Kommt drauf an, ja. Also kann ich nicht, also ich sag mal, klar, kommen sie von mir, ja, und haben mit meinem Verhalten was zu tun. Aber wenn jetzt hier ein Panzer vor der Tür vorbeifährt, so, wer hat den Panzer hier vorbeifahren lassen? Okay, ich schenke dem eine Aufmerksamkeit. Und ich gebe dem natürlich dann eine Bedeutung. Da ist natürlich meine Verantwortung und meine Macht. Logisch. Also hier sind schon viele Panzer vor der Tür vorbeigefahren. Ja, ja. Also wenn du das jetzt so sagst, okay, steht Panzer vor der Tür. Ja, hier sind, ich habe schon ungefähr, ich schätze mal, locker 120 Panzer hier vorbeifahren sehen. Ne? Ja. Okay. Also ich meine einfach, ein Krieg wünscht sich, außer vielleicht die Waffenindustrie, die aber nicht an der Front irgendwo steht, keiner, ja. Okay. Willst nicht irgendwie angegriffen werden, dass dir jemand irgendwie eine Knarre an den Kopf hält oder deinen liebsten Freund irgendwie umnietet. Richtig. Oder deine Kinder oder deine Eltern oder deine Großeltern, wen auch immer, ja. Ist ein Krieg vermeidbar oder ist er unvermeidbar? Das ist definitiv vermeidbar, natürlich. An wem liegt das? Tja, an den Menschen. Aha. Also nicht am Panzer. Nicht an... Ne? Natürlich nicht. Also, was wäre erforderlich aus deiner Sicht? Tja, Verantwortung übernehmen und entsprechend handeln, ja. Okay, sag das ruhig laut, weil du sagst es mir so leise ins Ohr. Also ist es gerade weg? Ja. Heißt das nichts? Das heißt nichts, das klären wir gleich. Also, ich sagte Verantwortung übernehmen. So. Verantwortung übernehmen. Die Frage war, ist ein Krieg vermeidbar oder ist er unvermeidbar? Frage ich die Petra. Sagt die Petra? Ist vermeidbar. Aha, sag ich? Wie? Woran liegt's? An den Menschen. Aha, okay. Was ist erforderlich von Seiten der Menschen? Ja, dass sie Frieden wollen. Aha, okay. Also immer noch die Frage, worum geht's? Ja? Zum Beispiel Frieden. Ja, das hat für mich auch definitiv was mit Wohlbefinden zu tun, ja. Ja, ja, ich bin ein einfacher Mann, kann man ja hier sehen. Schaut mal hier. Ein einfacher Mann. Boguslav, so sieht er aus hier und so weiter. Lebt hier so baustellenmäßig, isst Makrelenfilet aus der Dose, Kidneybohnen und wenn sonst nichts mehr da ist, geht er in den Garten auf die Wiese und guckt, was er Essbares findet. Wenn er Glück hat, steht noch ein Olivenöl irgendwo, ein bisschen Salz und Pfeffer und gut ist. Also der Typ ist ein einfacher Kerl. Deswegen denkt er einfach die ganze Zeit. Also worum geht's? Frieden. Okay. Ist eine Möglichkeit, um die es gehen kann. Die Frage war, ist ein Krieg vermeidbar, ja oder nein? Okay. Petra sagt, er ist vermeidbar. Okay, an wem liegt das? Ja, an den Menschen. Alles klar. Was ist erforderlich? Sagt die Petra, dass die Menschen Frieden wollen. Also, worum geht's? Frieden. Wenn es um Frieden gehen soll, dann muss es den Menschen um Frieden gehen. Richtig. Und wenn es ihnen nicht um Frieden geht, dann gibt es was anderes. Ganz einfach. Also, mal umgucken. Wovon reden die Menschen? Da braucht man ihnen nur hinhören, was aus ihren Mündern rauskommt. Womit sie sich beschäftigen. Früher hieß es immer, die Bild-Zeitung ist eine Zeitung. Hat früher, viele Jahre her, da bin ich regelmäßig in eine Spielhalle gegangen zum Flippern, zum Billardspielen und alles. Und da saß ein alter Herr hinterm Tresen in dieser Spielhalle. Der hat immer Bildzeitung gelesen und er hat immer gesagt, das ist eine Zeitung, wenn man die ausbringt, läuft unten das Blut raus, so ungefähr. Zack. So ist Bildzeitung. Damit beschäftigen sich die Menschen.
Wer beschäftigt sich mit dem Frieden? Wer beschäftigt sich mit dem Frieden? Da gibt es einige, die sich mit Frieden beschäftigen. Die, die an Frieden interessiert sind. Richtig. Die ganz klar sich öffentlich auch dazu bekennen. Wer bekennt sich zum Frieden? Genau. Da gibt es einige. Das ist vielleicht nicht die Masse. Das weiß ich nicht. Aber ich denke, es gibt, ich weiß, dass es einige gibt, ja. Okay, Wohlbefinden war ein anderes Thema, worum es mir geht. Okay, wie entsteht Wohlbefinden? Frage ich mich, sage ich, indem ich mich mit Wohlsein beschäftige, indem ich das beanspruche. Das Gute beanspruche. Und wenn ich bezweifle, das Gute, dann der Zweifel ist wie ein Mensch mit löchrigen Klamotten. Oh. Ein Taucheranzug mit vielen Löchern. Eine schusssichere Weste mit vielen Löchern und so weiter und so fort. Da kann alles Mögliche eindringen. Der Zweifel. Wenn ich bezweifle das Gute, wenn ich bezweifle den Frieden, ich kann alles Mögliche bezweifeln. Und in dem Augenblick, in dem ich es bezweifle, dann beweise ich die Untreue. Ja, da wollte ich gerade auch drauf hinaus. Also ich weiß nicht, wie es dir geht und ob du frei von Zweifeln bist. Ich habe immer wieder Zweifel. Ich merke, aber gleichzeitig, je mehr ich bewusst bin oder je bewusster ich bin und dann wieder in die Treue, in die Wesenstreue komme, in die Herzenstreue komme, das geht nur ohne den Zweifel. Ja, und ich meine, du kannst sonst dich ist es nicht möglich. Bestimmt erinnern, ich kann mich erinnern, du kannst dich erinnern, alle können sich erinnern. Wie war das denn, wenn Zweifel aufkamen? Und dann die ganze Aufmerksamkeit in die Zweifel gelenkt wurde, wenn dem Raum gegeben wurde. Ja, Hölle. So, dann werden die Zweifel immer, da steht alles in Frage. Mhm. Da steht nichts mehr gerade, da steht kein Stein auf dem anderen am Ende. Und das ist interessant, wenn kein Stein mehr auf dem anderen steht, eine völlige Unordnung ist. So sieht das ja auch aus in einem Krieg und insbesondere hinterher. Definitiv, ja. Die Klarheit, die Treue hat wohl gefehlt. Ja. Ich hatte es ja selbst jetzt diesen Freitag, so Wochenschau, was war die Woche? Nee, stimmt gar nicht. Gestern, Montag. War gar nicht am Freitag, war gestern. Thema Loslassen, ein Mensch loslassen und im Vertrauen, in der Treue sein, dass das gut ist und nicht im Zweifel mir selber gegenüber. Der Zweifel an mir, dass ich vielleicht einen Fehler gemacht habe oder was übersehen habe oder nicht gut gehandelt habe, das war so ein schmerzhafter Prozess. Und als ich mir das wieder bewusst gemacht habe, dass ich das wirklich so, ich sag mal, in die Hände des Schöpfers gelegt habe, im Vertrauen, dass es richtig ist, hat dann einen Moment gedauert, um mich davon zu überzeugen. Aber mir ist so klar geworden, es ist der einzige Weg. Ja? Für mich ist es der einzige Weg. Und dann
Also ein gewisser Zweifel, finde ich, kann auch zu einer Erkenntnis führen, ja, weil ich schaue es mir an, stelle was in Frage und dann treffe ich wieder eine Entscheidung. Nur wenn das zu stark ist, dann ist es zerstörerisch und eben dann wird es anstrengend im Leben und die Treue ist bestimmt nicht gegeben, kann nicht gegeben sein. Okay, wenn das wirklich so ist, dass jeder Mensch ein untrügliches Gewissen hat. Das ist eine Behauptung. Mhm. Mhm. Jeder Mensch hat ein Gewissen und das Gewissen ist untrüglich. Mhm. Und wer seinem Herzen treu ist, der wird wissen, was recht ist und was verkehrt ist, also link. Mhm. Wenn dieses Herz tatsächlich diese Fähigkeit hat, das Wissen zu haben, was jedem weltlichen Wissen überlegen ist. Das hat es definitiv. Ja. So, dann kann es doch nichts Schöneres geben als die vollkommene Treue zum eigenen Herzen, zum eigenen Gewissen, zum eigenen Wissen. Ja. Ich kann das bezweifeln. Meiner Wahrnehmung, meinem Gefühl, Misstrauen. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Andersrum, dann das zu verraten, das Gewissen, weiß ja auch jeder, was für Konsequenzen das hat. Ja. Ja, das kann man dann zwar verdrängen und so. Ich habe mal gerade umgelegt. Ja. Also ich denke, es ist das ist halt der Punkt, komme ich bei mir selber an und mache mich dann auch frei von dem, was vielleicht andere denken oder wollen von mir, dass ich tue oder sage. Verrate ich dann mein Gewissen und passe mich dann irgendwo an, weil will er jetzt auch keinen Stress oder sonst was. So, er hat die kleinen Verrate, nee, das gibt es nicht, die kleinen Veruntreuungen oder so. Unehrlichkeiten, genau. Weil die Ehre, unehrlich, ehrlich, kommt von Ehre. Was ist die Ehre? Ich sage es nochmal kurz zur Erinnerung. Ehre heißt Treue. Richtig. Ehre heißt Treue. An wen? An das eigene Herz, an das Gewissen, an den Herrn. Mhm. Ja? Ehre heißt Treue an das eigene Gewissen. Mhm. Oder wie es heißt, nach bestem Wissen und Gewissen. Mhm. Und Treue heißt nicht Treue an jemanden anders, ja, an jemanden anders irgendwo. Nein, sondern hier. Ja, das sind halt aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung Begriffe, die es wirklich zu ergründen gilt, weil wird nicht unbedingt so kommuniziert, wird nicht unbedingt vermittelt. Treue in Beziehungen, das ist ja in erster Linie, oder die treue Hand, ja, da wird was verwaltet irgendwie für einen, ja, das hat natürlich auch was mit Vertrauen zu tun, ja, nur um was geht's im Kern? Ja. Okay. Mein Wort an dich, den Menschen, der sich das hier gerade ansieht. Wenn du möchtest, wenn du willst, wenn du an Erkenntnis interessiert bist, im wirklichen
Ich gebe dir einen Rat. Und den meine ich ernst. Beschäftige dich mal mit den Worten Treue und Ehre. Frag dich, was das für dich bedeutet. Das sind Worte, die gibt es noch. Es weiß nur kaum jemand, was die zu bedeuten haben in der heutigen Zeit. Und das sind Schlüsselworte. Und diese Schlüsselworte können dir etwas eröffnen, was deinem Leben, dein Leben ins Heil führen kann. Und das ist ein weiteres Wort, das Heil. Ein weiteres Schlüsselwort. Das Wort des Heils, ich denke, das ist heute kaum gebräuchlich, kaum geläufig. Und wer es in den Mund nimmt, das Heil, der wird kritisch beäugt und beohrt. Definitiv. Daher nehme ich das Wort Heilung. Heilung. Auch das darf nicht einfach so verwendet werden. Auch das darf nicht einfach so verwendet werden, doch jeder kranke Geist, jeder kranke Mensch, Leib ist an einem interessiert, an Heilung. Menschen haben sogenannte Krankheiten und wenn sie in diese Krankheiten verfallen, dann würden sie alles dafür geben, um Heilung zu erfahren. Manche fahren dann auf die Philippinen zu irgendeinem Super-Duper-Wunderheiler oder andere gehen in die Schweiz zu irgendeiner Super-Duper-Klinik. Menschen tun alles Mögliche dafür, für Heilung. Das heißt, Petra hat angemerkt zu Recht, dass das Wort der Heilung auch schon ein Problem ist, weil es monopolisiert wurde. Offenbar. Und das Wort des Heils, tja, da wissen die Menschen genauso wenig damit anzufangen wie mit Treue, Ehre und Heil. Und daher mein Rat an jeden Menschen, der sich das anhört, inklusive mir selbst, die Beschäftigung mit den Schlüsselworten Ehre. Was ist Ehre? Was ist Treue? Was ist das Heil? Ja, und dann kann ich mir überlegen, in welcher Welt will ich leben, was für ein Ethos, was für eine Moral gilt da? Gibt es da diese Begriffe? Haben die eine Bedeutung? Oder wenn die ins Gegenteil verkehrt werden oder untersagt werden, was ist da los? Also, und dann an wem liegt das? Wie komme ich wieder dahin, Also, dass ich heil bin, dass ich treu bin, dass ich ehrlich bin? Ja, kann ich muss es machen. ja, okay, nehmen wir nochmal die Worte Treue. Das Gegenteil heißt Untreue. Jeder hat so eine Vorstellung davon, was Untreue bedeutet. Okay, Ehre, also gibt nur Unehre. Was hattest du eben noch? Da waren, du hattest noch ein Wort genannt. Ich habe es nicht mehr greifbar gerade. Nur die Sache ist eben die. Worum geht's? Was will ich im Leben erfahren? Und wenn ich es nicht benennen kann, dann kann ich es nicht ergreifen. Wenn Klar. ich Frieden will, dann muss ich es ergreifen. Wenn ich Ehre will, dann muss ich es ergreifen und ich muss ein Wort dafür haben und ich muss eine konkrete Vorstellung davon haben, wie sieht es aus, wenn
in mir Frieden ist, wenn um mich herum Frieden ist, wie fühlt es sich an, wenn es wohl ist? Was macht mein Leib? Ich brauche konkrete Vorstellungen von alledem, sonst werde ich es nicht erlangen können. Was denkst du? Du bist gerade im Gedanken. Ich sehe ja, ich vollziehe das gerade nach. So. Mir geht es auch so und gleichzeitig gibt es auch von wegen die Treue, ja, auch mich, ich sag mal, getragen oder geborgen oder geführt und geschützt zu fühlen und auch zu sein, ohne dass ich das alles genau begreifen und kann. Sag's nochmal. Also die Herzenstreue, die Wesenstreue oder Gottestreue, wie auch immer, ja, da gibt es für mich auch einen Bereich, weil du gesagt hast, du musst das alles begreifen können, du musst es ganz klar haben können. Ich muss wissen, was ich will. Das ist, was ich sage. Genau, das ist definitiv Wer so. Wer nicht weiß, was er will, der hat ein Problem. Ja. Der ist nicht eindeutig. Der kann nicht eindeutig sein. Der kann sich nicht entscheiden. Ja. Gibt's öfter. Also, öfter. Was will ich? Was willst du? Was willst du? So. Und das ist eine weitere Frage an alle. Was willst du? Und wenn ich Menschen frage, was sie wollen, dann erzählen sie mir alles Mögliche. Und du kennst das auch. Du warst in der letzten Zeit auch unter Menschen und hast gehört, worum sie sich unterhalten. War da die Rede von irgendwelchen schwierigen Themen? Nee, wahrscheinlich ging es um Pillepalle. Was weiß ich? Gib mir eine berühmte Schauspielerin gerade. Sag mir eine. Na komm. Eine Schauspielerin? Ja, irgendeine. Sag. Scarlett Johansson. Scarlett Johansson hat einen Pickel am Arsch. Das ist ein Riesenthema zum Beispiel. Johansson spricht man sich korrekterweise. Aha, okay. Das sind alles Themen, die Menschen beschäftigen. So. Wo sie ihre Aufmerksamkeit hingeben. Ihre Aufmerksamkeit hingeben. Ja? Oh, geil, 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 geil. Und so weiter. Aber die wirklich wichtigen Themen, zum Beispiel Frieden. Wie wär's denn mal damit? Frieden. Also das hat mich in letzter Zeit schon erstaunt. Weil eben nach meiner Wahrnehmung ist es ganz schön prekär, was hier gerade so abläuft, ja. Und Treue, nicht Veruntreuung, yeah, sondern Treue. Yeah. Ja, Treue, Veruntreuung. Veruntreuung da draußen. An der Tagesordnung, so wie es aussieht, yeah, oder? So. Und wie gehe ich damit um? Ja. Und dass ich meine Ehre und meine Treue nicht verrate, ja, weil das ist ja dann auch gefragt, wenn mir irgendwelche Sachen aufgezwungen werden, wenn im Namen von mir auch jetzt in dem Fall in Kriege geführt werden, ja, dann empfinde ich das schon so, dass es für mich wichtig ist, da Stellung dazu zu nehmen und okay, auch ein klares Nein zu sagen, ja. Okay, Treue, Gewissenstreue, ja. Gewissenhaft, ja. Gewissenhaftigkeit, ja? Dem Gewissen verpflichtet, das Gewissenhaft. Richtig. Okay, dann kann man sich wieder umgucken in der Welt. Wie sieht es bei den anderen aus? Worüber reden die so? Was zeigen die so? Egal, egal, egal. Wie sieht es bei mir aus? Ja, eben. Wie sieht es bei mir aus? Wie sieht es mit meiner Ehre aus? Eben, das ist doch das Ausschlaggebende. So. Und das beginnt, also sag ich, wenn ich weiß, was ich will. Ja? Ja. In meinem Leben. Andere haben ihr Leben. In meinem Leben, wenn ich weiß, was ich will, bin ich dem treu, was ich will? Oder bezweifle ich das, was ich will, die Erlangung dessen, dass mir das möglich ist. Und geht es dir dabei nur um dich dann?
um das, was ich will. Ja. Erstmal geht es um mich, weil es in mir stattfindet. Mhm. Und dann, wenn ich in mir eine Klarheit habe, dann kann ich andere einbeziehen. Immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Doch solange ich keine Klarheit in mir habe und keine Treue, mhm. Das heißt, solange ich in mir bezweifle, kann ich überhaupt nichts für andere tun. Ja. Das heißt, wenn du mich fragst, geht es dabei nur um dich bei dem Wissen, was ich will und bla und bla und bla. Erstmal geht es um mich in dem Sinne, dass es allein meine Verantwortung ist, herauszufinden, was ich will und dem meine ganze Aufmerksamkeit zu schenken, sodass ich in die Überzeugung komme, in die Eindeutigkeit und dann kann ich es teilen. Es gibt ja so einen Spruch, wenn jeder gut für sich selbst sorgt, dann sind alle versorgt. So ist das auch. Es ist ja im Prinzip ganz einfach. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass du es vorher gesagt hast, Wohlbefinden. Mhm. Und für mich ist es so, ich bin ja eingebettet in die Natur. Ja? Ist es schon neun? So. Ja. Kato, 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 Kato. Kato, ja, kommt jetzt. Und zwar ist es jetzt 21:02 Uhr. Jetzt geschieht Folgendes. Und zwar aus konkretem Anlass. Über den Anlass werde ich nicht viel erzählen. Das ist nicht notwendig. Was ich sagen kann, ist, dass ich täglich praktiziere. 9 Uhr morgens und 21 Uhr abends. Das ist jetzt. Was praktiziere ich? Ich praktiziere die Einstellung auf das Leben. Das Wohlbefinden. Ja, auf das Leben. Mhm. Denn ohne das Leben in diesem Leib, schon mal einen gesehen, der kein Leben im Leib hat? Der kriegt einen Totenschein ausgestellt und der kann auch nichts mehr tun. So ist es. Also, Einstellung auf das Leben. Das Leben in uns, das Leben, was diesen Leib überhaupt erst belebt. Anders gesprochen, auf das wahre Wesen, mhm. den Piloten, den Eingeborenen, den Allmächtigen, den Herrn, den Schöpfer, den Geber aller Gaben, den Geber des Lebens, den Unbefangenen, den Unbegrenzten, denjenigen, der alle Antworten kennt, der alle Wege kennt, selbst diejenigen, die der verbohrte, kleine, befangene Mensch, in dem Falle dieser Jivako, den es ja auch noch gibt, ganz offensichtlich, so sehen kann. Und ich praktiziere jeden Tag die Treue, das Wort von vorhin. Mhm. Und wie praktiziere ich die Treue? Ja, indem ich traue der Macht, die diesen Leib hier belebt. So, und jetzt wie? Und da kannst du, wenn du willst, jetzt mit hier einsteigen in dieses Feld. Ja. Die Wochenschau geht bis 21:20 Uhr offiziell. Das sind jetzt noch 15 Minuten. Also, die Wochenschau geht jetzt noch bis 20
Das bedeutet, von jetzt an bis zum Ende dieser Wochenschau werde ich in die Treue gehen, in die Wesenstreue. Die Petra wird das auch tun, denke ich. Ich mache mit. Du kannst das tun. Du bist herzlich eingeladen. Du bist herzlich eingeladen und du wirst in diesem Feld drinnen sein oder du schaltest ab, weil du kein Interesse daran hast. Das ist möglich. Menschen schalten ab. Und irgendwann sind sie abgeschaltet. Komplett. Also ist eine Wahl. Leben oder abschalten. Ganz einfach. Wenn du Näheres wissen willst zu dieser Praxis, ich mache im Augenblick Videos jeden Tag zu der Thematik und teile alles Relevante. Das heißt, da kannst du Informationen bekommen. Auf Tivaka World YouTube. Richtig, danke schön. Also hinsetzen, Füße an den Boden, auf die Erde, Rücken aufrecht, also recht, aufrecht, nicht gebeugt, sondern aufrecht. Wirbelsäule aufrecht, Stammbaum aufrecht. Hände auf die Oberschenkel, Handteller nach oben und dann einfach bezeugen, was an Lebenszeichen und Bewegungen und Regungen in diesem Leib, in diesem eigenen Leib geschieht.
Noch 3 Minuten. So, noch eine letzte Minute. Schön, wenn du mitgemacht hast. Ich hoffe, du hast genauso eine wundervolle Erfahrung gemacht wie ich. Ich finde, diese Ruhe und dieser Frieden, der sich in mir ausbreitet, wenn ich in die Stille komme, wenn ich zu mir komme, der tut mir richtig gut. Und entsprechend, das kann ich dann auch in meine Umgebung ausstrahlen. Und am Freitag beginnt der nächste Jivaka-Shedra-Kurs, zeitloses Heilwissen und Körperbehandlungen. Wir haben noch Plätze frei. Wenn du spontan Lust hast, dann melde dich an. Infos auf der Website www.dergrenzenloseraum.com. Bei Termine findest du alles. Melde dich an. Ich sag mal bis Donnerstag und dann bist du dabei. Herzlich willkommen. Eine wundervolle Woche dir und bis spätestens nächsten Dienstag. Alles Liebe und Gute. Auf Wiedersehen.